Interessieren Sie sich für altes Kunsthandwerk? Der Verein Mühlviertel Kreativ hat schon im Vorjahr dieses alte Wissen von solchem Handwerk in Kurzseminaren vermittelt. Und weil das Interesse so groß war, gibt es heuer längere Kunsthandwerkseminare an einem ganz besonderen Ort bei uns im Mühlviertel. Das Schloss Weinberg ist jedem Mühlviertler ein Begriff und sicher hat jeder von uns dort schon einmal den Oster- oder Adventsmarkt besucht und die dort angebotenen Kunsthandwerke bestaunt. Und weil Kunsthandwerk nicht nur bestaunt, sondern auch erlernt werden kann, wird das Schloss Weinberg der Gastgeber einer Reihe von Seminaren vom Verein Mühlviertel Kreativ sein. Schloss Weinberg ist das Zentrum der alten Handwerkskunst. Jeder kennt den Weinberger Schlossadvent, der heuer vom 9. bis 11. Dezember bereits zum 28. Mal stattfindet. Ein Schwerpunkt bei diesem Weihnachtsmarkt ist das lebende Handwerk. Das lebende Handwerk nicht nur zum Verkauf anzubieten, sondern auch, das auch vor Ort sehen zu können. Und das war sozusagen auch der Grund für dieses Projekt Mühlviertel Kreativ auf Schloss Weinberg, diese alten Handwerkstechniken nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern wir wollen das gezielt mit diesen Workshops sozusagen wieder aufleben und nachhaltig weiterführen. Die nächsten 3 Jahre wird es im Sommer diese Seminare von Mühlviertel Kreativ auf Schloss Weinberg geben, denn die Seminare werden von der EU gefördert. Ja, weil es uns einfach wichtig ist, zum ersten Mal altes Handwerk wieder zu beleben, aufzubereiten und entsprechend an einem bestimmten Ort umzusetzen. Und zum Zweiten einfach, weil die Menschen damit verbunden sind, sie fühlen sich verwurzelt und altes Handwerk sollte einen Weiterbestand haben. Darum unterstützen wir das und entsprechend mit der guten Liederförderung über 3 Jahre mit 34.000 Euro. Und das ist dem Projekt Auswahl Gremium einfach auch wert gewesen, entsprechend hier den Zuschlag zu geben. Vom 3. bis 5. August werden die Kreativwerktage stattfinden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus 6 Seminaren wählen. Angeboten werden Korbwickeln mit Gräsern, Terrakotta-Keramik, Wollespinnen, Spitzenklöppeln, Hinterglasmalen und Birkenbesenbinden. Wir haben einmal gemeinsam mit Schloss Weinberg, also der Verein Mühlviertel Kreativ und Schloss Weinberg, einmal gemeinsam einmal nachgedacht, welche Handwerke fallen uns selber noch ein, wo wir sagen, wir wissen, dass das gibt, aber man sieht es nicht mehr. Und wir haben dann einmal geschaut, das wären also diese oder jene Handwerke. Und dann haben wir uns darum bemüht, gibt es noch jemanden, der das noch kann? Wo findet man die Leute? Wer ist auch bereit, das dann in einem Seminar herzuzeigen, sein Wissen auch weiterzugeben? Und so sind wir mal zu dieser ersten Gruppe von Trainern kommen. Und nächstes Jahr wartet noch mehr fast in Vergessenheit geratenes Kunsthandwerk, das erlernt werden kann. Genau, wir haben gesagt, wir wollen nicht zu vieles auf einmal, es sind ja Interessen verschieden und manche wollen 2 oder 3 parallel machen, aber wir wollen doch eine bunte Palette bringen und es sind halt 7 heuer und nächstes Jahr werden es wieder andere werden und im 3. Jahr dann noch einmal andere, sodass wir in Summe wirklich ein buntes Angebot und auch eine schön dokumentierte Sammlung haben über alte Handwerkstechniken, die gut fotografiert und dokumentiert sind zum Nachmachen. Alte Handwerkstechniken kennenlernen und kreativ Neues schaffen. Das ist das Ziel der Kreativwerktage auf Schloss Weinberg.